Berlin Sport aktuell. Heute. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Regionalligaspiel zwischen Lichtenberg 47 und Viktoria Berlin. Endstand vor 634 Zuschauern hier in der HOVOG-Arena Hans Zoschke 0:1. Ich begrüße die beiden Trainer hier vorne bei mir. Semi Kestlin zu meiner Linken für die Viktoria und Murat Tick für unsere 47er. Und wie immer gebührt das erste Wort unserem Gast. Semi, wie hast du das Spiel gesehen? Danke erstmal. Erstmal natürlich viel Erfolg weiterhin. Ich glaube, wir waren vorgewarnt. Lichtenberg hat extrem viele Punkte schon zu Hause geholt. Ich glaube auch das letzte Spiel gegen Lok Leipzig mit 4:2, das ist schon beachtlich. Und für uns war halt klar, dass wir auf eine erfahrene Truppe treffen, eine eingespielte Mannschaft. Und ich glaube, dass das, was halt hier auch in Lichtenberg definitiv stattfindet, ist eine absolute Mentalität. Und das auf dem Freitagabendspiel ist, da waren wir schon vorgewarnt, das war nicht einfach. Aber ich glaube, wenn man jetzt so beide Halbzeiten sich anguckt, erste Halbzeit haben wir, glaube ich, schon die ein oder andere gute Chance rausgespielt, kriegen den Elfmeter, verwandeln ihn nicht, also so ein bisschen Krimi ist mit dabei. Und dann war natürlich für uns erstmal die zweite Halbzeit klar, dass der Gegner die ersten 15, 20 Minuten extrem viel drücken wird und dass wir natürlich diesen Druck überleben müssen, dass wir da auch sauber verteidigen müssen und konzentriert bleiben müssen. Das haben meine Jungs auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Und dann wurde es halt wirklich ein offener Schlagabtausch. Ich glaube, der Freistoß, der an der Latte knallt. Wir waren halt gewarnt, dass Gava eigentlich die Freistöße schießt. Und dann kommt, glaube ich, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wer den Freistoß bringt. Aber wir waren auf jeden Fall gewarnt und wussten, dass solche Sachen das Spiel entscheiden können. Alles in allem sind wir natürlich erstmal froh, die 3 Punkte bekommen zu haben. Und dann natürlich auf dem Freitagabend nach so einem Fight in der, ich glaube, 90. oder 91. Minute so ein Tor zu machen, ist natürlich schön. Aber wir wissen natürlich auch, dass wir weiterhin hart arbeiten müssen. Danke für das erste Statement. Murat, wie hast du das Spiel gesehen? Erstmal Glückwunsch, Sammy, an dich und deine Mannschaft. Ja, wie hast du das Spiel gesehen? Wir haben die erste Halbzeit, das habe ich auch in der Halbzeitansprache der Mannschaft gesagt, total verschlafen. Wir kamen nicht in die Zweikämpfe, wir haben dem Gegner Ball und Spiel abgegeben sozusagen. Ne? Die konnten spielen. Wie sie wollen, konnten aus der hinteren Reihe immer wieder lange Bälle spielen, hinter unsere Kette, ohne dass wir vorne zugestellt haben, beziehungsweise sie daran gehindert haben. Und habe dann in der Halbzeit auch gesagt, dass wir jetzt hier mindestens, dass jeder 20-30% dazulegen muss, dass wir an unsere Mentalität denken müssen. Die Mannschaft, glaube ich, in der zweiten Halbzeit recht ordentlich gemacht. Bitter natürlich, dass wir dann so dieses Spiel verlieren. Ich habe noch, dass man wenigstens den Gegner in Schach hält und das Spiel nicht abgibt. Aber Fußball ist halt kein Wunschkonzert. Das ist eine bittere Niederlage, aber ich glaube, wir müssen weiter an uns hart arbeiten, um nächste Woche dann das, was wir heute nicht geholt haben, dann zu holen. Ja, und jetzt dürfen wir erstmal ein bisschen traurig sein. Habe ich den Jungs auch gesagt, und ab morgen wird dann Fokus auf das nächste Spiel gesetzt. Und vielen Dank an die Zuschauer wieder, überragend. Ne? Also, was die hier für eine Stimmung machen, das ist schon sensationell. Danke dir, Murat. Gibt es noch Fragen der anwesenden Zuschauer? Vielleicht eine Frage an Semi. Du sagst, es muss weitergearbeitet werden, klar. Aber kann so ein Spiel mit so einem Spielverlauf gerade, Elfer verschossen und dann noch in der Nachspielzeit gewinnen, vielleicht trotzdem so einen Mentalitätskick noch geben? Ja, absolut. Ich glaube, das sind so die Spiele, die behält man gerne auch als Spieler. Aber wir sind halt auch bodenständig genug, um zu wissen, dass das natürlich auch ein Schritt in die richtige Richtung ist, aber dass es noch nicht ein endgültiger Schritt sein kann. Und bei der Mannschaft, die extrem jung ist, ich glaube, die jüngste der Mannschaft, die jüngste in der Liga, und da müssen wir halt schauen, dass wir erstmal bodenständig bleiben, demütig bleiben und weiterhin hart arbeiten. Und das wird auf jeden Fall weiterhin die Marschroute sein.